Oliver, herzlich willkommen. Also es ist ja großartig, dass heute Abend sozusagen die Premiere von Stromberg, der Film, gefeiert wird. Etwas unverhofft kommt dann oft. Also im Prinzip habt ihr ja lange drauf geharrt und gewartet. Was ist das für ein Gefühl für dich? Es ist unglaublich. Also wenn wir vor 10 Jahren, als wir die ersten Bücher in der Hand hatten, jemand gesagt hätte, dass es so heute hier enden würde, ich hätte es nicht geglaubt. Ich finde es großartig. Besser kann man irgendwas nicht enden lassen als vor 3500 Leuten. Gerade bei den Fotografen, die uns fotografiert haben, habe ich auch ein Bild gemacht, um mich daran zu erinnern, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Wenn du dir mal überlegst, wie ihr angefangen habt und wo ihr jetzt seid, wie kommt dir diese Reise auch ein bisschen vor? Also hast du das Gefühl gehabt, das ist ein stetiges Bergauf, oder war der Kampf einfach zwischendurch auch wirklich hart und nur durch die Unterstützung der Fans möglich zu gewinnen? Naja, es gab ja mal, man sollte ja abgesetzt werden, und dann gab es mal so eine Online-Petition. Das sind alles Dinge, an die ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern, weil es sind ja 10 Lebensjahre, so eine lange Zeit, auch privat bei uns im Ensemble, so viel passiert. Wir haben Kinder gekriegt, wir sind grau geworden und altig teilweise. Und also es ist ja so, es sind ja 10 Lebensjahre und man ist zusammengewachsen und man spielt anders miteinander, die Texte werden immer mehr die eigenen. Es ist großartig und ich hoffe, dass man jemals wieder so ein Geschenk bekommt. Du hast es eben gerade gesagt, man spielt anders miteinander. Heißt das, dass du viel besser antizipieren kannst, was jetzt, keine Ahnung, Christoph macht oder was Bjarne macht? Also weiß man, was kommt, und kann man da spontaner drauf reagieren, oder reagiert man als Schauspieler natürlicher? Also man atmet miteinander auf eine gewisse Weise. Also ich weiß, wie der Kollege atmet. Oder ich weiß, also wenn ich das Buch lese, dann weiß ich, wie das klingen wird, wahrscheinlich. Man entwickelt sich natürlich auch schauspielerisch weiter, aber miteinander. Und man greift ineinander. Auch am Set ist es ja so, wenn du normalerweise einem Schauspieler sagst, du mach das mal so und so, da wirst du ja schon mal schräg angeschaut. Bei uns war das von Anfang an Usus. Wir haben natürlich diesen wahnsinnsgenialen Regisseur Arne Feldhusen, das Auge, der alles sieht. Aber trotzdem sehen wir ja auch ganz viel. Und das ist auch so ein Miteinander. Wenn man sagt, ah, ich glaube, es ist besser, wenn du mal so machst. Oder kann ich da reingehen in den Satz oder das so verschachteln und so. Und das macht ein bisschen auch diese Qualität aus. Hat man da beim Film auch mehr Zeit als in der Serie? Also sowas, die Nuance noch rauszuarbeiten? Ich glaube, Zeit hat man nie genug. Und Arne, unser Regisseur, ist ein unglaublicher Perfektionist. Also, und da wir versuchen ja immer mit so wenig Kameraeinstellungen und wenig Schnitten wie möglich zu arbeiten, ist es eine große Choreografie, auch mit der Kamera. Und die braucht auch mal 17, 16 Takes, weil wenn einer der Kollegen irgendwie mal aus Versehen woanders hinguckt, wo es der Regisseur gerne haben will, muss man alles nochmal machen oder auf Anfang gehen. Also das muss ja auch unbedingt sitzen, ne? Also im Prinzip ist das ja wichtig, dass das vom Timing her auch passt. Wir haben eben gehört, Ulf ist doof, wurde gesagt, ein Zitat aus der Serie. Aber Ulf ist ja am Ende von Staffel 5 an einem Punkt angekommen, der ihm sehr zu schaffen macht. Und das ist ja auch ausschlaggebend für das, was passiert in diesem Film. Vielleicht sagst du nur ganz kurz, was in deiner Beziehung geschehen ist, womit ihr sozusagen über eure, sag ich mal, Misere hinwegkommen wollt. Naja, also in der 5. Staffel kam eben raus, dass der Ulf schwaches Sperma hat und keine Kinder zeugen kann. Und deswegen haben wir ein Pflegekind im Kinofilm bekommen. Und da ist Marvin. Marvin, ja, aus einer Pflegefamilie. Okay, ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, was da passiert. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Genieß die Premiere und danke, dass du da bist. Tschüss, tschüss.